Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Omni 2, dem Omnibus-Simulator. Und diesmal fahren wir wieder zurück, da wo wir hergekommen sind, und die Tür ist offen. Deswegen muss ich nochmal kurz einen Screenshot machen. So, wir fahren jetzt nämlich zum Teltower Bahnhof wieder zurück und ich fahre schon mal raus und werde dann drehen. Wir müssen. Oh, darfst du euch. Ja, gut, wenn du mich reinlässt. Wir müssen nämlich einmal drehen, an der anderen Seite des Bahnhofs fahren. Oder der Haltestellen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. So, jetzt müssen wir nämlich hier halten zur Abfahrt. Guten Tag. Seien Sie doch mal pünktlich. Ja, tut mir leid, ich habe 25 Minuten Verspätung. Ich weiß nicht, wie ich die bekommen habe. Gut, ja. Morgen. Hallo. Guten Morgen, jetzt kommen Sie bitte alle rein. Ich muss losfahren. Ich habe schon eine dicke Verspätung. Einmal normal. Ach toll, der Letzte will natürlich wieder eine Fahrkarte. Komm, ich gebe dir einfach irgendwas. Ah, das war sogar richtig. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. So. Dann fahren wir doch direkt mal schnell ab. Den lassen wir noch kurz durch. Dann fahren wir los. Ach, mal wieder rot. Das kennt man doch. Wir müssen ja anscheinend irgendwie mit den Rädern zwischen die dazwischen kommt. Ich finde das irgendwie witzig, wie die es gebaut haben. Ich mache mal ein Foto. Jetzt hier auch nochmal, damit das auch wieder ausgeht, damit die Tür nicht wieder zugeht. Also damit die Tür zugeht, nicht offen bleibt. So, jetzt dürfte es mal bitte grün werden. Ich mache mal das Licht an. Ah, ich glaube, es war schon an. Ah, es ist grün. So. Da fahren wir wieder zurück zum Teltower Bahnhof. Und gucken, was uns heute so alles geschehen wird auf der Fahrt. Ich hoffe mal nichts Schlimmes, kein Unfall oder so. Was ist euer Problem? Manchmal frage ich mich das einfach. Vielleicht habe ich ein bisschen den Bordstein berührt. Oh. Ja, einmal normal. Komm. Ach, komm. Wieso fallen hier überhaupt diese ganzen Scanias rum? Das
frage ich mich echt manchmal. Also dieses Mal. Oh, es will niemand aussteigen, dann gebe ich wieder Gas. Und mal wieder rot. Oh, es wird grün gerade. Boah, was ist das wieder? Ja, komm, fahr doch wenigstens, dann muss ich auch nicht so stark abbremsen. Und ich hin durch meinen Bus durch, aber das ist ja klar in Omsi 2, das machen die nämlich eigentlich immer, glaube ich. Tut mir leid. Alle einsteigen, bitte. So, dann mach ich mal wieder zu. So, es wird wieder grün. Bis jetzt läuft's gut. Also von der... Ja, vom Verkehr auch. Nur halt die Verspätung. Jetzt haben wir schon 32 Minuten Verspätung. Verstehe ich, wie wir das überhaupt zusammengekriegt haben. Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Dann mobst du nicht gleich rum. So, dann fahren wir mal wieder weiter. Was ist das überhaupt für ein Pfeil? Hamburger Platz. Ah, ja, bin ich richtig. Gut. Oh! Zieh die Tür auf. Aussteigen, das ist eine Körperverletzung. Ich will hier raus. Och, nee. Mann, ich hab gerade weggeguckt. Ich repariere kurz den Bus. Ja, der war gar nicht kaputt. Also. Wartet, Leute, ich lasse euch gleich raus. Ihr wollt ja unbedingt aussteigen. Zur Strafe lasse ich euch hier raus. Weil ihr so motzt. Naja, eigentlich bin ich ja. Fahr ich ja bescheuert. Hehehe.
glaube, die sind gar nicht ausgestiegen. Ich glaube, alle sind runtergegangen. Wir wollen jetzt alle aussteigen. So, Omi, du kannst mir vertrauen. Ich kann fahren. So, jetzt mache ich doch alles hier zu. Oh, ich dachte, ich muss gut aufpassen, sonst fahre ich die noch um. Die laufen einfach über die Straße. Also so weit kommt's noch. Oh nein, ich habe einen Menschen angefahren. Ja, aber wenn der in meinen Bus läuft, was kann ich denn dafür? Oh, hier ist 30 Zonen, aber ich lasse mich mal ausrollen. So, schon wieder ein Scania-Truck. Und ein Kollege von uns, dem winke ich mal gleich zu. Blinke außerdem noch, weil sich der Blinker irgendwie nicht ausschalten lässt. Nur wenn man halt da lang fährt und dann der sich ausschaltet halt. Komm, fahr doch bitte. Danke. Ah, hier wird keiner aussteigen. Gut, da fahre ich einfach mal durch. Aber ich kann keine Verspätung einholen. Das ist halt einfach komisch. Ich verstehe es nicht. Hier kommen wir auch schon ein bisschen in die Innenstadt, oder? Wie wir sehen können. Oh, es ist grün. Guten Tag, Kind. Ja, du bist ein Kind. Gut. So, mal wieder einen Screenshot machen. So,
Dann geht's wieder zu. Na, Vorbeifahrt ist jetzt gerade nicht so spektakulär. Bin ich eigentlich über Rot gefahren? Oh, zum Glück war es grün. Musste ich überhaupt da abbiegen? Nee, anscheinend nicht. Diese LKWs links sind immer so laut. Der Bus hat einfach nur so ein leichtes Dieselgeräusch. Na gut, wenn wir losfahren, dann macht schon richtig, pumpt schon richtig. Ey, hallo, nicht rüberziehen. Ich dachte schon, er würde rüberziehen. Ja toll, ich weiß, dass ich zu spät bin. Ich bin unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Fahrkarte heißt das dann. Wie die das erklärt. Tageskarte. Wo ist denn eine Tageskarte? Ah, hier, oder? Ja. Stimmt das so hier? Ich glaub, ja, da habe ich ein bisschen zu viel rausgegeben. Dann nimm es trotzdem. Jetzt guck mich bitte nicht so bescheuert an. Eigentlich voll cool, die Busspur. Das hat man nicht so oft in Omsi. Ist hier eine Haltestelle? Ja, hier ist glaube ich eine Haltestelle. Ich blink mal. Mal früher rausgelassen, damit wir auch gleich weiterfahren können. Ist ja jetzt nicht so schlimm, ob wir ein bisschen weiter zu hinten sind. Da lasse ich die Leute halt da aus. Dachte ich mir so. Hey, was ist denn? Was ist denn? Ich fahre nicht mit dem Bordstein an. Sie fahren aber schlecht. Was mache ich denn? Sagen Sie, können Sie mich mal anständig fahren? Ich halt gleich an, wenn ihr noch einmal was sagt, wenn ich nichts mache, halt ich an und Was ist das denn jetzt? Halt schon mal an, lassen wir raus. Ja. Es tut mir leid. Guck mal, das Auto sieht doch, dass ich da lang fahre. Auch wenn es Vorfahrt hat, haben könnte, ich weiß nicht, ob es Vorfahrt hat, aber ich glaube eher nicht, dann sieht es doch trotzdem, dass ich da lang fahre. Ich verstehe es nicht. Außerdem haben da Busse meist öfters mal Vorfahrt auch. Jetzt muss ich noch nicht durchrufen, weil es war wirklich meine Schuld. Eigentlich war es die Schuld vom Auto, aber ich kann ja, aber die können ja nichts für den Unfall. Aber wenn sie einfach nur meckern, wenn ich nichts tue, dann rufe ich mal durch, dass sie still sein sollen.
Ja, Unfall. So. So, sind schon alle ausgestiegen. Fahr ich doch weiter. Wir sind vielleicht ein bisschen zu schnell, aber ich will ein bisschen Verspätung rausholen. Hier ist, glaube ich, schon wieder die nächste Haltestelle. Ja, es wollen welche einsteigen, aber keine aussteigen. Hä? Ich dachte, die wollen einsteigen. Och. Ja, willst du jetzt einsteigen, oder was? Wenn du jetzt einsteigst. Gut, er steigt nicht ein. Mann, die kommen noch so angerannt, als ob sie einsteigen wollen. Muss ich da jetzt wirklich links abbiegen? Achso, da sind wir auch schon. Ja, ich glaube, ich muss links abbiegen. Shit, ich habe den Bus nicht gesehen. Tut mir leid. Könnten Sie mal bitte da wegfahren? Achso, der fährt nicht weg, glaube ich, weil wir ihn reingefahren sind. Na gut, dann mache ich hier eben auf. Ich glaube, ist überhaupt noch einer drin? Ist da gar niemand mehr drin, oder? Ich mache mal kurz die Kollision aus. So, wir fahren jetzt durch den Bus durch. Sieht so dumm aus. Gut, da war es mal wieder von der Folge von OMSI 2. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne Daumen hoch da. Dann kommen natürlich gerne OMSI-Folgen. Also, da mache ich gerne OMSI-Folgen. Ich mache es natürlich auch so gerne. Aber natürlich freue ich mich, wenn ihr das auch gern sehen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.